Zeig jetzt einfach mal, worum es beim Tai Chi geht. Einen kleinen Ausschnitt. Ja, einen kleinen Ausschnitt, genau. Also das ist jetzt eine ganz langsame, sanfte, weiche, leichte Bewegung. Was ist das Besondere an dem Bewegungsablauf jetzt? Das also alles so ein bestimmter Ablauf, ne? Vorgegebener Ablauf, eine Choreografie, die man. Es sieht, als ob die Bewegung quasi so aus dem Bauch oder aus dem Brustkorb rauskommt. Genau, also dass der Körper... Ist nicht kopfgesteuert, sondern es kommt genau, so aus dem Bauch. Dass die Zentrum ist jetzt nicht hier, ne, ja, vom Kopf her, sondern der also Ziel ist eigentlich, dass wir den Körper benutzen. Mhm. Also die Zentrale, also viel im Tai Chi wird viel über das Tantian geredet, dass das, also, der, also dass du dann von hier aus... Oder auch eben das Ganze. Ganze Körper. Genau, ganzer Körper. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt bewege, ne? Also ich verlagere das Gewicht, ne? Tue ich erstmal das Gewicht auf einer Seite, das nach links, das Bein wird voll, das Bein wird leer, also voll leer wie auch Yin-Yang. Ja. Dann, wenn du jetzt drehst, die Rotunde, das Ganze drehst, dreht das leichte Bein locker mit. Okay, und dein Gewicht ist auf dem schweren Bein, also genau, ist wie das Standbein. Genau. Ja, ja. Und jetzt verlagere ich wieder das Gewicht aufs andere Bein. Ja. Wird jetzt voller. Dann mit dem leichten, leeren Bein nochmal den Schritt. Ja. Dann wieder verlagern, auch wieder strecken, beugen. Ja. Und dann wieder Körper dreht ein und Fuß geht mit. Jetzt ist aber das Gewicht aktuell eigentlich auf genau, beiden und jetzt, du wechselst gerade. Genau, jetzt habe ich 70-30. Ja. 70, ja. 30. Genau. Und das ist eigentlich also, super genial für die Gelenke auch. Ja. Also zum Beispiel. Immer wenn wir jetzt so eine, hier sieht man es vielleicht besser, immer wenn der Körper sich dreht, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hier, der Körper dreht sich und dass hier die Hüfte benutzt, das Knie bleibt. Okay, das war nämlich gerade auch mein Gedanke, ob das nicht teilweise das Knie verdreht, aber das Knie, genau, das bleibt und du drehst quasi aus der Hüfte, also das Knie bleibt und meine Drehung ist dann hier. Genau. Nee, jetzt habe ich schon ein Knie gehabt. Ja, und die meisten, allermeisten, also immer am Anfang, wenn ich im Unterricht ist, oft immer, auch wenn die im Parallelstand sind und dann drehen, wenn die meisten drehen, geht das Knie mit.
Ich glaube, das ist viel schwerer, als man denkt, gell? Weil das sieht so leicht schwer aus. Das ja. sieht total easy aus ja. bei dir. Oh Gott. Genau. Vor allem das Schwere ist die Koordination. Ja. Das Körper. Mit was für einer Übung fangen wir jetzt an? Ich würde, vielleicht machen wir einfach den Anfang. Diese Wecke, das Qi. Also diese